Wo will Alfred denn so schnell hin? Mit dieser Frage haben wir den fünften Teil beendet. Teil 6 unserer Reise entlang der dänischen Westküste lüftet das Geheimnis. Seht ihr es schon? Wir sind hier in den Fixer Batteries, einem Überbleibsel des Atlantikwalls mit ehemals 46 Bunkerstellungen. Einige davon sind schon dem Meer zum Opfer gefallen, doch ein Großteil ist noch zu sehen und auch zu begehen. Der eine oder andere kann echt noch begangen, bestiegen, erklettert werden. Es war ein eindrucksvoller Stauplatz, allein auch so, wie die Natur sich hier das zurückerobert, wo sie vorher ihre Wellen freien Lauf lassen konnte. Weiter ging unsere Fahrt Richtung Norden. Als Ziel hatten wir uns Blockhus ausgeguckt. Hier hatten wir vor, eine Nacht zu verbringen oder auch zwei. Die Fahrt ging durch sehr abwechslungsreiche Landschaft, wie ihr gerade in den Bildern seht. Däne, Kleidchen, kurze Hose, alles andere, Winterjacke, Mütze, Handschuhe. Hier ein kurzer Eindruck von unserer Straße. Also das Mikro an meinem Handy ist nicht kaputt, ich habe auch nicht hier Schüttelfrost oder so. Die ist echt abenteuerlich. Wir sind jetzt gerade kurz vor Blockhus und ja, sehen so viele Autos. Die haben wir das letzte Mal, glaube ich, in Duisburg gesehen, als wir vor Christi Himmelfahrt losgefahren sind. Ne? Zum Strand. Ist aber richtig was los. Das ist ja schon ein halber Schock hier. Das sind wir ja nicht mehr gewohnt. Redet ja auch da der Ecke rum. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube eins, hier bleiben wir nicht. Das war eigentlich mein Plan, dass wir hier bleiben. Ach, das ist ein Autostrand hier. Hier ja, ist. Trotzdem links. Ich glaube trotzdem. Hier ist Autostrand. Guck mal, was die hier anstehen. Für zu essen. Wir suchen jetzt nur einen Platz zum Drehen und fliehen. Bitte. Das muss ich nicht haben. Flucht. Überwältigt von den Menschenmassen und dem Verkehrsaufkommen haben wir beschlossen, uns ein ruhigeres Fleckchen rauszusuchen. Das haben wir dann auch gefunden, und zwar in Grönhøj, dem Grönhøj Strandcamping. Ein beschaulicher, relativ großer Campingplatz, der aber seinen Flair hat und alles bietet, um hier zur Ruhe zu kommen. Wir haben euch zu diesem Campingplatz ein separates Video erstellt, das ihr gleichzeitig online in unserer Playlist findet. Ich muss allen zeigen, wie schlecht es dir geht. Ja, mir geht es unheimlich schlecht. Es ist windig und wir haben 12 Grad.
Haben wir ja auch. Ja, ist doch so nix. Und trotzdem ist es warm. Wenn der Wind nimmt, dann wird es noch warm. Es ist nur kalt, weil wir nicht arbeiten. Weil die, die arbeiten, die haben eine kurze Hose an. Ist das Akku von Alfred leer, fährt er keinen Meter mehr. Am Campingplatz gibt es seitlich eine kleine Tür, wo ihr hier auf diese Straße gelangt und in 500 Metern am Strand seid. Hier ein kleiner Rundblick über Grönhøj. Der Strand bei Grönhøj ist ein Teil des Autostrandes, der vom Blockhus nach Løken geht. Hier könnt ihr mit eurem Fahrzeug, egal welcher Natur, den Strand als Bundesstraße nutzen. Es ist eine offizielle Landstraße. Hier fährt schon einer freudig seinen Weg Richtung Løken. Und hier, das sind die harten Kerle. Sollte der Sand so weich sein, ziehen sie euch raus. Gegen eine angemessene Gebühr natürlich. Wieder zurück auf dem Campingplatz, lassen wir den Abend gleich gemütlich ausklingen. Es gibt spezielle Plätze extra für die Wohnmobile, so dass ihr auf festem Grund steht. Den nächsten Tag haben wir genutzt, uns auch einmal mit einem Gefährt den Strand entlang zu wagen. Wir haben nur das Fahrrad genommen. Hier kommt ein anderer Zweiradfahrer, der etwas schneller unterwegs war wie wir. Und bei dem Wind waren wir aber wirklich froh, dass wir nicht mit dem Wohnmobil gefahren wären. Wir hätten die Seite zur See sandgestrahlt gehabt. Seht ihr das, wie der Sand hier über die Straße fegt? Das war richtig Aua im Gesicht. Hier sind wir schon im Zentrum von Løken. Ein beschauliches Nest mit wunderschönen Lokalen und herrlichen Naschereien. Jede Dose war anders. Es gab keine Dose doppelt. Es gab aber auch Leckeres wie Eis oder ein Brasilianer, wo ihr Gegrilltes bekamt und alle anderen Leckereien, die man sich vorstellen kann. Unmittelbar vom Zentrum geht ein kleiner Weg an den Strand. Auch hier rechts und links Lokale, wo ihr euch von dem weiten Weg von ca. 500 Meter stärken könnt. Ihr kommt auch an diesem Aussichtspunkt vorbei, den es sich lohnt, einmal zu erklimmen. Ihr habt ja eine tolle Aussicht über die Stadt, die Dünen bis zum offenen Meer. Auch hier gibt es wieder die Fässer, die Saunafässer am Strand, die rege im Betrieb waren. Die typischen Fischerboote auf dem Strand dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und hier das Wahrzeichen von Løken. Bevor mein Mann in die Bedrängnis kommt, eine Vermisstenanzeige ins Dänische zu übersetzen, gehe ich auf dem nächstbesten Umweg zu ihm zurück. Unsere Radtour entlang der Küste führte uns zu diesem besinnlichen Örtchen, dem Norre Lyngby, einem auf einer Hochklippe gelegenes Örtchen, bestehend aus einem Hotel, einer Gaststätte und einem Mini-Mini-Mini-Lädchen,
und vielen Ferienwohnungen. Aber hier mal kurz den Strand euch anzuschauen, lohnt sich allemal. Ist das nicht ein schöner Anblick? Da das Wasser mich magisch anzieht, gehe ich natürlich bis unten an den Strand. Und da ein Blick auf die Steilklippe. Und zur anderen Seite Richtung Löken. Tschüss! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich habe mein Tagesendziel erreicht. Dem Rutberg Knude, dem bekannten Leuchtturm, der auf einer Düne liegt. Weniger Wanderfreudige oder Begnadete können mit dem Traktor sich bis oben fahren lassen. Oh, da ist er ja schon zu sehen. Die Luft schwirrt vor lauter Sandverwehungen. Das hat mich auch davon abgehalten, den Weg dorthin ausreichend zu filmen. Seht ihr, es sieht aus wie in der Wüste. Ich war auch eingepackt wie ein Beduine. Oh je, das bei meiner Höhenangst. Puh. Was tue ich nicht alles für euch, um euch zu zeigen, wie von dort oben die Aussicht ist. Okay, reicht nicht. Gehe ich mal lieber höher. Da geht noch ganz schön was hoch. Mir ist doch jetzt schon schwindelig. Die Fenster sind so hoch, da kann ich euch auch nicht zeigen. Also weiter. Reicht das? Nein? Ich soll noch höher? Für meine liebe Community nehme ich jetzt auch das letzte bisschen Mut zusammen und gehe hoch. Wow, das ist eine Aussicht. Und gefühlte Windstärke 12. Waren zwar nur 8, aber es war ganz schön heftig. Seht ihr, wie der Sand durch die Luft fliegt? Okay, unter uns gesagt, die künstlichen Wimpern der Dame auf dem Plateau hinter mir flogen auch durch die Luft. Da ist er wieder. Der Wind und der Sand. Eigentlich wollte ich noch vorne auf die Spitze, aber das habe ich mir geschenkt. Ja, wir haben heute beschlossen, dass wir unsere Dänemark-Reise Westküste hoch bis Skagen und die Ostsee, soweit wie wir schaffen, zurück, eventuell bis zum kleinen Belt, an der Stelle morgen früh abbrechen werden. Es ist nichts passiert, aber wir haben ein wenig gegoogelt und festgestellt, dass überall das Wetter besser ist als hier. Wir haben mega Sonne, allerdings 12 Grad und Wind zwischen 50 und 60 km/h. Also auch mit E-Bike kommen wir da an unsere Grenzen. Wir sind gestern, heute jedes Mal um die 40 Kilometer gefahren, fahren sonst eigentlich viel, viel mehr, aber das haut dich vom Rad. Ich konnte auch während der Fahrt, ich wollte es mal wieder versuchen, doch zu filmen. Das reißt dir das Handy vom Rad, ne? Das geht absolut nicht. Und damit wir uns noch ein bisschen erholen können, ich muss ja auch in einer Woche wieder arbeiten,
haben wir beschlossen, dass wir morgen nach Schleswig-Holstein fahren. Es wird wohl in Richtung Schlei gehen und schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir da vielleicht was bekommen. Wo wir genau landen, seht ihr dann morgen. Ich hoffe, der Rest von Dänemark, den wir euch gezeigt haben, hat euch gefallen. Und ich wundere mich auch die ganze Zeit, warum nur ich rede. Wieso sagst du nichts? Warum? Du redest doch so gerne. Ich rede überhaupt nicht hier gerne. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Nee, ist klar. Schnitt! So, weiter geht's. Heute ist Pfingstmontag. Pünktlich zu unserer Abreise natürlich sonnig und windstill. Ich bin das erste Mal, seitdem wir Lavant verlassen haben, im T-Shirt draußen. Alfred geht seinen hausfräulichen Pflichten nach, nachdem ich innen soweit alles vorbereitet habe. Genieße ich es, meinem Mann bei der Arbeit zuzusehen. Ja. Wir haben tierischen Salzbelag auf der Scheibe, aus von der salzhaltigen Luft kommt durch den Wind. Geht natürlich jede Menge Gicht übers Land. Und so sehen auch die Scheiben aus. Machst du aber schön. Kannst du zu Hause nächste Woche direkt weitermachen? Ja, ja. Ich glaube, das hat er jetzt nicht hören wollen. Ich spiele ihm dann das Video vor. Typisch heute, wo wir wo wir Dänemark verlassen wollen und uns ein nicht so windiges Plätzchen suchen wollen an der Ostsee, ist der starke seeseitige Wind, den wir hier an der Nordsee hatten, natürlich auch nicht da. Aber der Nordseewind, der sagt, ey, guck mal, da sind die Wittings. Egal, ob die jetzt in Frankreich, Holland oder Dänemark sind, Deutschland inbegriffen natürlich, gibt alles. Die wollen mit dem Rad los, den zeigen wir mal, was ich alles so drauf habe. Ne? Also irgendwie sind wir gefühlt zwischen 40 und 60 km/h. Windböen allerdings immer nur unterwegs. Wir haben auch schon bei 80 bis 100 km/h am Eiselmeer gestanden, im Hinterhof vom Hafenmeister. Also da sind wir aber kein Rad gefahren. Nee, da sind wir kein Rad mehr gefahren, weil ich mich schon bei 58 km/h hinterm LKW, als er überholt hat, fast vom ins Eiselmeer geweht hatte. Also von da. Ja, du hättest dich gefreut, ich, ne? Und darum haben wir jetzt gesagt. Jetzt unterbrich mich doch nicht immer. Bei dir habe ich überhaupt nichts zu sagen. Ja, nee, klar. Ich bin so eine arme Sau. Ja, ja. Und fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Und dann haben wir jetzt gesagt, fahren wir Richtung Schlei. Ich habe ja früher mal eine Zeit da gelebt und dann machen wir da einen auf chillig. Ich meine. Ich glaube, ich muss dann nachher umstellen auf männliche Stimme. Wieso? Weil ich hier von zwei Frauen belästigt werde. Einmal von Navi und einmal von dir.